mit den Gregorian, jenen Engländern in Mönchskutten, die schon mit Sarah Brightman und Enigma riesigen internationalen Verkaufserfolg hatten. Alles, was gut ist, gefällt uns ja. Ja? Also das ist professionell gut gemacht. Nunmehr mit Unterstützung von Sarah Brightmans kleiner Schwester Amelia. Bei Mönchen stellt man sich irgendwie etwas, die schöne, gute, alte, heile Welt vor, ne? Die wir in Österreich gut kennen. Das ist ja auch in der heutigen Zeit durchaus ein Trend, ja, dass man auch wieder nach innen gekehrt ist, meditiert, Mönche meditieren, schweigen auch oder singen gemeinsam. Unser Publikum ist so unterschiedlich, so breit gestreut. Und wenn die Leute so einen Sinn für innere Ruhe und mystische Versenkung in sich entdecken, umso besser. Mystic deepness, then all the better. Was auch mit Popsongs im gregorianisch gesungenem Stil möglich scheint. Wenn ich die Mönchskutte anziehe, dann rückt mich das in den richtigen Rahmen, aus dem heraus ich mich dann auch wirklich beim Singen mysteriös fühle. Da ist nichts gegen eine klösterliche Unschuld und Reinheit zu sagen. So wirkt diese Musik, die ich seit langem gern habe und deren Einfluss auf mich jedenfalls immer stärker wird.